Guten Morgen, mein Name ist Karl-Peter Fischer. Ich bin Professor für Markt- und Werbepsychologie an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning. Ihr findet mich heute im Urlaub und wie es im Urlaub so ist, hat man sehr viel Zeit zum Überlegen. Und ich habe mir meine Gedanken gemacht, alle reden von Digitalisierung und Vernetzung, von digitaler Transformation und Digital Readiness. Ich auch, als Professor an der Hochschule für angewandtes Management eben. Und ja, ich habe sogar mit Kollegen ein sogenanntes 360-Grad-Modell zur Digital Readiness entwickelt. Alles gut, alles schön. Jetzt hier in meinem Urlaub, hier am Wasser, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, denke ich mir, Theorie. Theorie ist Theorie, aber wie sieht es denn eigentlich bei mir in der Praxis aus? Das mache ich selbst als Agenturchef einer Agentur, die sich auf strategisches Marketing, auf Websites, auf E-Shops, Social Media spezialisiert hat und die seit 25 Jahren im Rennen ist mit dem Thema Dialogmarketing. Was mache ich eigentlich im Zuge dieser Digitalisierung eigentlich wirklich anders? Erfinde ich mich als Agentur wirklich neu? Ich ertappe mich selbst und ich ertappe mich, dass ich in meiner Arbeitswelt eigentlich nichts nennenswert verändert hat. Ja, jedenfalls nicht für die Mitarbeiter und für die Mitarbeiterinnen und letztlich für mich selbst auch nicht. Natürlich, es kommen immer mehr Techniken, man muss immer mehr wissen etc. etc. Aber ja, wir arbeiten mit diesen neuen digitalen Technologien, aber eben immer noch extrem traditionell. Arbeitsbeginn 9 Uhr, Ende 18 Uhr, wie im Amt. Aber okay, außer es brennt mal, dann oder ein Kundenauftrag steht an, dann wird dann schon mal durchgeglüht, wie es halt in einer Agentur so üblich ist. Und dann der Urlaub, das Warten auf Weihnachten etc. etc. Aber wenn ich mal ehrlich bin, große Veränderungen, und ich glaube in anderen Agenturen ist es genauso, sind das nicht. Ja? Wo bleibt denn da die angebliche Revolution, die Evolution der Kreativen? Ich glaube, große Fehlanzeige. Gut, ich rede jetzt immer nur von mir und von meinem Umfeld. Ich denke, eigentlich nutzen wir die Chancen der neuen digitalen vernetzten Welt einfach nicht richtig aus. Ja, wir treffen uns an einem stationären Ort, jeden Tag, zur selben Zeit, sitzen aufeinander und erledigen unsere Arbeit Tag für unsere Kunden. Dabei zahlen wir hohe Mieten, gerade wenn es in München ist, opfern viel Zeit für die Anreise, denn alle müssen ja an einen Ort kommen, mit S-Bahn, mit Auto oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad und manchmal kommen sie auch zu spät. Jeder von uns, wenn die S-Bahn wieder mal muckt, weil es zu heiß oder zu kalt ist oder ein Personenschaden, die Hauptstrecke einfach wieder mal dicht macht. Wir zeigen unsere Nase. Ja. Hey Chef, ich bin da. Und das auch pünktlich. Schau mal auf die Uhr. Ja, und jetzt noch einen schnellen Kaffee und dann eine kurze Befehlsausgabe, eine Besprechung. Wo stehen wir? Was passiert heute? Was muss heute passieren? Aber ist das wirklich die Zukunft der Arbeit? Jetzt inspiriert hier vom Meer, von der Natur? Ich behaupte mal, nein. Ich glaube, wir müssen alle gemeinsam neue, innovative Arbeits-, Qualifizierungs- und auch Entlohnungsmodelle hinbekommen und schaffen. Und letztlich auch neue Wege der Mitarbeitergewinnung, der Teamgewinnung und aber auch der Personalführung. Der Mitarbeiter selbst als Selbstständiger? Böse, wer so denkt. Nein, ich bin davon überzeugt, dass das die Zukunft sein wird. Und ihr seht ja, der heutige Fachkräftemangel pusht schon heute die Verhandlungsmacht von cleverer, guten Arbeitern und Mitarbeiterinnen und Studenten. Und
es wird sich in Zukunft auch in diese Richtung verschieben. Ja. Die Agenturarbeit an sich wird mit Sicherheit nicht ausgehen. Im Gegenteil. Ich glaube, sie wird immer mehr ein hohes Maß an Generalisten benötigen, die helikopterartig alles überblicken und dann sehr, sehr viele Spezialisten. Aber, und das glaube ich, wird die Veränderung sein, mit einer extrem hohen Eigenverantwortlichkeit. Ja, Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen in seine Bildung, in seine Ausbildung, in seine Fortbildung, das wird verlangt werden in Zukunft. Das heißt, die Bereitschaft, sich ein ganzes Leben lang immer wieder fortzubilden und sich immer wieder zu verbessern. Ja, die Zeiten verändern sich. Der Change ist immer da und wird immer da sein. Und ist das dann Ausbeutung der Arbeitskraft? Träum weiter. Also wenn du so denkst, dass du nichts mehr machen musst, dann glaube ich, bist du in der Branche fehl am Platz. Auch ihr Studenten, meine lieben Studenten, wenn ihr in diesen Bereich rein wollt, dann müsst ihr euch auf ein anderes Spiel einlassen und ihr müsst mit anderen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen in dieses Spiel gehen. Ich für meinen Teil. Ich will einfach was Neues schaffen, was Neues ausprobieren und okay, mir halt vielleicht auch eine blutige Nase holen, aber ich glaube, die Zukunft einer Agentur und die Zukunft der Möglichkeiten, wie wir miteinander arbeiten, wird sich massiv verändern. Ein kleines Beispiel. Wir skypen jetzt schon mit unseren Programmierern, die in Budweis sitzen, den ganzen Tag. Von der Früh bis auf die Nacht. Und es funktioniert. Aber wie gesagt, auch dort in Budweis, ortsgebunden von 9 bis 18 Uhr. Festangestellt. Klar. Oder nein? Nein, nicht alle. Aber auch hier haben wir viele Erfolgsbeispiele. Auch das funktioniert. Ja, klar. Eine Festanstellung, das ist sicher. Da muss ich als Angestellter nur arbeiten. Der Chef macht den Rest. Aufträge reinholen, Gespräche mit Kunden und na dann eben die wichtige Arbeit im Backoffice, das machen dann die Angestellten, die Kreativen. Bleibt die Arbeit aus? Naja, der Chef wird es schon richten und bezahlt weiter, egal wie, Gehälter müssen ja bezahlt werden, ist auch richtig so. Und der Angestellte, letztendlich tauscht er seine Zeit gegen Geld. Moderne Sklaverei halt. Und ich glaube, hier müssen wir einfach neue Wege gehen. Ja. Als Agenturchef, wir haben es gestern diskutiert hier, seit nunmehr 25 Jahren, habe ich eigentlich schon alle Hoch und Tiefs mitgemacht, die es so in der Agenturwelt und in der Agenturszene gibt. Und als Professor an der Hochschule kriege ich auch mit, wohin die Entwicklungen gehen und wohin sich Studenten und Studentinnen entwickeln. Und auch da ist nicht alles in Ordnung. Ja. Ein Leben lang mit Praktikum, ein Leben lang aus einer Werkstudentenstelle nicht ausbrechen können. Werkstudenten sind wichtig, am Anfang. Aber eben nicht, wenn ich dann darauf sitze und 2-3 Jahre darauf rumsitze, in der Hoffnung übernommen zu werden und dann am Ende praktisch wieder durch einen Frischling ersetzt werde. Lasst uns nochmal zurückkommen zum Thema Digitalisierung. Ja. Wie sieht es da denn aus bei den Mitarbeitern mit deren Digital Readiness? Und wie gesagt, ich habe Mitarbeiter, ich habe tausende von Studenten durchmarschieren sehen, Studenten und Studentinnen. Und ich verstehe auch, ja, dass viele Mitarbeiter eben gern oder lieber Angestellte sind, weil sie eben nicht das Risiko eines Unternehmers eingehen wollen. Und seien wir mal ehrlich, diese Einstellung, ja, ist sicher auch bequem und schützt eine bestimmte Zeit ja auch den Arbeitnehmer, wenn er krank ist und so weiter. Eine tolle Errungenschaft, will ich gar nicht abreden, aber ob das eine echte Sicherheit für die Zukunft in einer so schnell drehenden Welt ist, ich glaube, auch das bietet keine echte Sicherheit mehr. Und ist diese angebliche Komfortzone, die man dann eingeht, ist die wirklich so sicher? Unsere Arbeitswelt wird gerührt, geschüttelt, gebeutelt.
Fällt ein großer Kunde weg, verkraften wenige mittelständische Unternehmen und Agenturen diesen Einbruch. Und wer geht dann? Der Angestellte geht. Aber was ist dann mit der Jobsicherheit? Ich glaube, das ganze System, in dem wir uns befinden, ist in Zukunft eine Illusion. Ja? Kunden, Agenturkunden kommen und Agenturkunden gehen auch wieder. Oder fahren massiv, wenn sie Pech haben, selbst an die Wand. Und dann schaut eben die Agentur mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Also, die alte Sicherheit, macht euch nichts vor, gibt es nicht mehr. Sie trägt auch nicht mehr. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Firma zu starten, dort zu bleiben, bis die goldene Uhr winkt, ich glaube, das gibt schon lange nicht mehr. Am Ende muss betrieblich in vielen Fällen gekündigt werden, weil Aufträge ausbleiben oder sich das Management einfach verzockt hat. Und das ist bei Agenturen auch nicht anders. Aber neue, vernetzte Arbeitsmodelle der Zukunft bieten meines Erachtens auch für Agenturen viele, viele neue Chancen. Man muss sich's einfach nur trauen. Und dabei sehe ich natürlich nicht die neuen Risiken, die dann auf uns zukommen. Damit eine Agentur und deren Betriebsmannschaft funktioniert. Aber das Potenzial einer Agentur liegt heute stärker als jemals zuvor, meines Erachtens, in den kreativen Köpfen des Teams. Und viele Arbeiten und Aufträge, die Agenturen heute erledigen, sind doch Projektgeschäfte, reines Projektgeschäft. Ein bestimmtes Ziel, ein Abgabetermin, oft mit Konventionalstrafen belegt, wenn man den Termin nicht einhalten kann oder nicht schafft. Und wenn dem so ist, also wenn Projektgeschäft, was spricht dann gegen oder was spricht dagegen, in Projektteams zu arbeiten? Es passiert ja schon, es ist nicht so, dass ich hier den Geistesblitz habe. Aber ich meine jetzt nicht Projektteams zusammengestellt aus den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, denn die sind ja sowieso da. Man kann über sie verfügen, das ist sicher, das ist planbar und das kann man dem Kunden auch verkaufen. Stabilität? Sicherheit? Ich weiß nicht. Nein, ich meine Teams, die etwas gemeinsam bewegen wollen. Ja, so wie Expeditionsteams. Ja, ein Expeditionsteam, das gemeinsam den Mount Everest erzwingt. Höchstleistung auf den Punkt gebracht. Für eine bestimmte gemeinsame Zeit mit gutem Geld für das ganze Team. Ich meine Spezialisten, Einzelkämpfer, Profis, Selbstständige, Verrückte, die genau wissen, was sie können und was sie machen. Was spricht also dagegen, auch in Agenturen, solche Dreamteams aufzubauen? Je nach Aufgabenstellung, tolle Spezialisten zusammenführen und ein Team aufbauen. Das Team formt sich, kommt zusammen, digital, vernetzt und dann spielt der Ort wirklich keine Rolle mehr. Und jeder erledigt seine Aufgaben, sieht das Ganze, arbeitet im Team und ist auch ein Teil davon. Und hat man mal als Team zueinander gefunden, egal wo jeder herkommt, vertraut man sich, man weiß, was man stemmen kann und dann kann man auch zusammen weitere Gipfel erklimmen. Ja, sicher ist das alles nichts Neues und sicher, das ist alles auch nichts für Agenturchefs, die Mitarbeiter für einen Festlohn Monat für Monat glühen lassen wollen. Das versuchen das meiste aus ihnen herauszuholen, herausholen zu wollen, denn der Mitarbeiter muss sich am Ende ja errechnen. Und sicher sind solche Gedanken auch nichts für Menschen, die gerne festangestellt den Chef machen lassen, der wird schon richten. Nichts für Menschen, die eben diese scheinbare Sicherheit, von der ich vorhin gesprochen habe, wollen. Weihnachtsferien, Herbstferien, das Wochenende und das Warten auf den 1. Mai. Alles schon da, alles Schnee von gestern, was ich jetzt hier geistig sinniert habe, am Meer. Egal,
ich werde es einfach probieren. Ganz gleich, ob ich mir da draußen eine blutige Nase hole. Die habe ich mir oft schon geholt. Man muss auch mal anecken können. Und man muss etwas wagen, man muss etwas probieren. Seinen Arsch eben aus dieser Komfortzone bewegen, auch als Agentur und als Agenturchef. Deswegen jetzt mein Angebot an dich, an euch da draußen. Ich will es mal probieren und ich suche digitale Büronomaden für unsere Agentur, für unsere 4M-Agentur. Das heißt, wir suchen Selbstständige oder Arbeitnehmer, die aber eher ortsunabhängig über das Internet arbeiten wollen. Wir suchen kreative Querdenker, Unternehmer, Freelancer, frei von Ort und Zeit, die über ihr eigenes Werkzeug verfügen und die ihr Handwerk wirklich beherrschen. Grundsätzlich ist es mir egal, ob du von deiner Couch aus arbeitest, aus dem Ausland, am Wasser sitzend, wie gesagt, frei von Ort und Zeit. Und überleg dir das mal, ob das für dich das Richtige ist. Ich will mal so ein Testprojekt jetzt hier starten und wir suchen eben fähige Leute aus dem Bereich der Programmierer, Typo 3, Shopware für Shops, Magento für E-Shops, WordPress sowieso, PHP. Dann suchen wir Grafik und Webdesigner, am liebsten Grafik- und Webdesigner, die eben auch in den Bereich Programmierung ein bisschen hineinschnuppern wollen und hineingeschnuppert haben. Also reine Photoshop-Freaks, die dann alles dem Programmierer in die Hand oder an die Hand geben, brauchen wir leider auch nicht mehr. Wir brauchen SEO-Spezialisten oder was von SEO eigentlich noch übrig ist, wir brauchen Menschen, die den Kunden ins Zentrum stellen. Wir brauchen Texter, Blogger, Bloggerinnen, die für spezielle Kunden texten können. Also all diejenigen Kreativen, die es da draußen mit Sicherheit gibt und die fest frei bei uns andocken wollen und die auch mal Lust haben auf etwas Neues. Ob das jetzt hier nur geistiges Blub Blub am Meer sitzend war, ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich möchte es ausprobieren. Und es würde mich freuen, wenn du dich meldest und wenn wir das einfach zusammen mal probieren könnten. Meine Telefonnummer ist die 0171 358 2159. Mein Name ist Karl-Peter Fischer und die Adresse blende ich hier unten ein. Da kannst du dich gerne mal bei uns in der Agentur melden und dann können wir auch persönlich mal über die Sache sprechen, ob meine Ideen von dir oder von euch akzeptiert werden. Ja, so, jetzt war's. Ich habe Urlaub. Ich werde mich jetzt wieder dem Schönen zuwenden und vielleicht habe ich ja noch einen Geistesblitz. Wenn ich keinen habe, ist es auch egal. Es ist einfach nur schön hier. Also, ich wünsche euch was, einen schönen guten Tag und überlegt euch das mal mit dem digitalen Nomadentum für Agenturangestellte oder Agenturmenschen oder Kreative. Also, tschüss, euer Peter.